Ja, ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV. Punkt 11 Uhr wollen wir hier starten und uns mal den Markt genauer anschauen und hier speziell den DAX, der sich ja unlängst hier ein Stück weit nach oben wieder hievte. Hängt auch mit der aktuellen Korrektur beim Euro an. Der Markt also jetzt hier deutlich nach unten gekippt beim Euro. Ein oder andere konnte das auch schon gut erfassen. Wir hatten unlängst da auch auf der Startseite von Gottmore Trader bzw. auch das Cable jüngst im Stream direkt angesprochen. Doch jetzt gehört dem DAX die Bühne und wir sehen hier mal den Stundenchart zum gestrigen Verlauf. Die Annahme hier ja oberhalb des Levels von 2000, 11.000, so um 11.280, 11.300 Punkten, weiteres Aufwärtspotenzial denkbar. Das Ziellevel von 11.500 Punkten wurde jedoch knapp verfehlt. Leider nicht erreicht mit den News hier seitens des IWFs und des Verhandlungsstopps in Sachen Griechenland, ging es dann hier schlagartig nach unten und der DAX verabschiedete sich letztlich nur mit einem marginalen Gewinn von knapp 0,6%. Letztlich der Markt weiter nach unten getropft und heute auch heute im Morgenhandel hier sehr schön an dieses Support-Level. Sie können diese Hausnummer sicherlich schon auswendig aufsagen, sozusagen 11.230 ist eine Zone, die sich hier unlängst immer wieder als interessante Nachfragezone herauskristallisiert. Ich scroll mich mal aus dem Stundenchart ein Stück weit heraus und wir gehen hier horizontal gesehen nach links und da sehen wir immer wieder genau dieses Level, welches doch wieder immer mal für Tumulte sorgte. Und genau dieses Level ist es, mitsamt des heutigen Tagestiefs, welches der DAX verteidigen muss. Also sofern er Aufwärtsambitionen vollziehen will, die dann wieder hier in Richtung 11.300, 11.400 Punkten reichen sollten. Wird nämlich ein neues Tagestief markiert und das ist nicht gänzlich auszuschließen, dann kann der DAX hier auch weiter zurückkippen und dann wären hier Niveaus um 11.150 Punkte sicherlich eine Hausnummer. Also achten Sie darauf, wenn es ein neues Tagestief beim DAX gibt, dann könnte hier die Gefahr weiterer Verluste drohen. Schauen wir uns dazu kurz die übliche Daily Range an. Wir sehen hier aktuell den DAX auch auf Stundenbasis in der täglichen Beschau in Sachen Range. Sie sehen, wir haben hier einen kurzfristigen Abwärtstrend, sind unterhalb des heutigen Pivotpunktes und haben gestern das Vortagestief sozusagen getestet. Wenn wir eben hier ein neues Tagestief machen, unterhalb von 11.217 Punkten anhand der JFD-Indikation, dann haben wir hier im Sinne der Average True Range hier noch Abwärtspotenzial bis zum Vorwochentief/Vormonatstief. Hier ganz wichtige Levels, 11.150, 11.160. Das wären dann praktisch vom neuen Tief ausgehend hier nochmal schlappe 60 Punkte, 65 Punkte rund. Und das könnte sogar weiter bis 11.115 gehen, wenn die Spanne ausgeschöpft wird. Wir haben aktuell 95 Punkte zurückgelegt. Das ist relativ übersichtlich für den DAX. Im Schnitt sind wir hier bei rund 197 unterwegs. Das heißt, wir haben heute hier noch einen 100-Punkte-Impuls zu erwarten. Ob der natürlich nach oben oder nach unten kommt, das darf mal gespannt beobachtet werden. Letztlich haben wir auch heute hier aus den USA am Nachmittag noch wichtige News. Das ist hier der Konsumklimaindex 16 Uhr, aber davor 14:30 die Erzeugerpreise, mal Inflationsdaten. Das wird spannend. Das könnte den DAX hier dynamisch antreiben. Falls nicht, dann bleibt wohl alles hier in dieser Trendbewegung und wir kippen hier weiter nach unten. Also, es sieht so aus, als würde der DAX weiter zurückkommen wollen. Auch die Vektor-Fuzzy-Logik hat dies schon heute Morgen angezeigt, hier mit einer gewissen Sequenz, dass es hier gerade am Nachmittag, schauen Sie hin, was hier theoretisch die Kristallkugel mal voraussagt, für den Fall, dass wir hier, da ist 14 Uhr, wilde Volatilität und dann hier am Montag kippt der Markt hier in der Fuzzy-Vektorlogik hier in Sachen der Stundenvorausschau, der Kristallkugelvorausschau erst nach unten. Aber wir sehen vom aktuellen Niveau kann es hier auch noch mal ein Stück tiefer gehen. Und da sehen wir eben auch hier 11.130 Punkte durchaus als realistisch, bevor es dann zum Abend hin eine Erholung geben könnte, die dann, schauen Sie sich das an, hier am Montag in einen starken Sell aufmünden könnte. Das aber nur die Vorausschau nach der Fuzzy-Vektor-Logik, die hier natürlich nicht als Blaupause dient, um genau den Verlauf so vorher zu skizzieren. Deswegen immer auch den Markt hier im Auge behalten. Und jetzt zu der Option, wenn wir hier uns jetzt nicht weiter nach unten aufmachen, dann mit Verteidigung des Vortagestiefs, mit Verteidigung des Levels 11.230 Punkten, kann der DAX dann hier durchaus wieder Ambitionen nach oben erhegen. Und da hätten wir hier ein maximales Potenzial in dem Bereich 11.400 Punkte. Das allerdings eben nur, wenn wir hier signifikant über 11.300 rausziehen. Unterhalb dessen bleibt der DAX
durchaus gefährdet. Also oberhalb von 11.300 heißt 11.335 Pivot-Level. Da müssen wir schon drüber. Dann können wir das heute die ADR ausschöpfen bzw. hier auch das Vortageshoch anvisieren. Unterhalb dessen bleibt der DAX aber für mich hier in einem Korrekturmodus und zugegebenermaßen nach den jüngsten Aufwärtsbewegungen kann der DAX ja auch mal eine kleine Verschnaufpause hinlegen. Das wäre ja jetzt noch nicht mal so dramatisch. Schauen wir noch kurz auf die Wochentagsstatistik, hätte ich fast gesagt, aber jetzt gibt es wohl einen kleinen Bug. Halb so schlimm, liefern wir nachher nochmal nach in dem Streampost. Wie gesagt, das wäre es mal zur Beschau vom DAX gewesen. Newstechnisch, die Industrieproduktion hat den DAX mal überhaupt nicht bewegt, die hier um 11 Uhr rauskam. Es gab hier die Industrieproduktion der Eurozone April plus 0,1%, erwartet wurden plus 0,4%. Na, nicht ganz so stark ausgefallen, aber das bewegt den DAX so recht mal gar nicht. Hier ist erstmal zu sehen, wie der DAX sich jetzt weiter schlägt. Unterhalb von 11.300 Punkten, wie gesagt, Abwärtstendenz präferieren. Ansonsten, wenn wir hier wieder rausziehen über 11.300 Punkte, sieht das im Sinne der Verteidigung dieses Unterstützungslevels auch ganz gut aus. So dann, liebe Zuschauer, wünsche ich Ihnen ein erfolgreiches Händelchen am heutigen Handelstag. Dürfte sicherlich spannend bleiben, spannend werden. Der Tag heute verspricht noch einiges an Volatilität. Die Ranges sind bis auf Euro-US-Dollar, der fast ausgeschöpft ist, noch reichlich vorhanden. Auch gerade beim britischen Pfund, was sich hier auch ein Stück weit wieder von den Tagestiefs erholt. Doch geben wir mal Obacht, wo die Reise hier hingeht. Ich wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg und wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.